Ganz klar eine Selbstverständlichkeit für mich, da dabei zu sein, weil ich kenne Jeremy Doncaster schon über 20 Jahre. Ich bin 1987 bin ich mal in England Speedway gefahren, in Ipswich. Da waren wir im gleichen Team, 87 und 88, und dort war ich auch bei ihm zu Hause, habe bei ihm geschlafen. Ich habe gerade die Frau bei ihm getroffen, sie hat Tränen in den Augen gehabt. Aber wir kennen uns schon sehr lange und waren auch immer recht gute Freunde. Wir sind natürlich auf der einen Seite, ist es schade, dass er sich jetzt verletzt hat. Zum anderen sind wir natürlich schon froh, die Diagnose war, dass er das Bein gebrochen hat. Also es sind keine lebensgefährlichen Verletzungen, die jetzt hier als erstes diagnostiziert wurden. Ja, Gerd, du bist jetzt heute hier. Du hast jetzt eigentlich auch ein ziemlich anstrengendes Wochenende hinter dir. Du warst dann nächsten Samstag geht es ja dann schon morgen um 10 Uhr in Training, muss man in der Garage wieder losfahren. Applaus für unseren Jeremy, den hört es sicherlich auch jetzt noch im Krankenwagen. Und vielleicht ist es ja doch möglich, ich weiß nicht, wie kompliziert der Bruch ist, vielleicht kann er ja heute Abend auch drücken mit einem Gipsfuß wieder unter uns sein. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und dir wünsche ich noch alles Gute für das Rennen. Dankeschön. Danke dir. Und Gewinner des Silberhelmes ist in diesem Jahr hier in Andelstadt die Startnummer 2, Peppi Rudolf. Peppi, der passt einwandfrei. Der wackelt nicht. Wunderbar. Ja, aber noch können wir unsere internationalen Fahrer nicht entlassen, denn der Peppi wird nochmals geehrt. Denn er hat ja das Finale gewonnen und das war gleichzeitig auch der Gedächtnislauf von Josef Angermüller. Der Josef Angermüller Gedächtnislauf. Und hier wurde der Pokal gestiftet von Manfred Spielberger und er wird auch überreicht im Gedenken an Josef Angermüller von Manfred Spielberger an den Sieger, an den Gesamtsieger, an den Gewinner des ADAC Silberhelms, an Peppi Rudolf. Ja.
ja, eine schöne Tradition, die es hier in Landesstadt gibt. Jedes Jahr wird an den Josef Angermüller im Gedächtnislauf erinnert, einer der erfolgreichen früheren Fahrer. Ja, dann gibt es hier noch die obligatorischen Bilder für die Presse. Und dann spielen wir noch zu Ehren des Siegers die deutsche Nationalhymne. Zum Wünschen, dass er schnell wieder auf Füße kommt. Und wie gesagt,